Herzlich willkommen zu meinem Silvester-Orgelkonzert. Schön, dass Sie sich zugeschaltet haben. Wie vieles in der vergangenen Zeit war es leider nicht möglich, diese Tradition live zu veranstalten. Umso mehr freue ich mich, Ihnen online musikalische Grüße aus der Friedenskirche Düsseldorf senden zu können. Italien und Barock, da kommt man eigentlich nicht an Antonio Vivaldi vorbei. Seine Konzerte für Orchester wurden schon von Zeitgenossen wie Johann Sebastian Bach und Johann Gottfried Walther für Orgel bearbeitet. Häufig sind sie dreiteilig, schnell, langsam, schnell, so wie das heutige Concerto in H-Moll. Der im Titel beschriebene Wettstreit erklingt in einem frischen Wechsel zwischen dem großen und kleinen Orchester, den man auf der Orgel mit verschiedenen Manualen sehr schön darstellen kann. Thank you.
Die erste der drei Bearbeitungen über den Adventschoral »Nun kommen der Heiden Heiland« von Johann Sebastian Bach ist ein ruhig dahinfließendes, koloriertes Solo. Bei jedem Einsatz kann man die Melodie anfangs noch gut erkennen. Dann wird sie künstlerisch immer weiter verziert und entfaltet sich wie ein großer, bunter Blumenstrauß. Thank you.
Das nächste Stück heißt Les Bergers, die Hirten, aus La Nativité du Seigneur, die Geburt des Herrn, und stammt von dem berühmten französischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, Olivier Messiaen. Ich schätze ihn sehr und durfte ihn Anfang der 1990er Jahre in Frankfurt auch live noch einmal erleben. Sein neunteiliger Zyklus entstand 1935 im Alter von nur 27 Jahren. Messiaen hat eine eigene, charakteristische und unverwechselbare Tonsprache entwickelt. Der zweite Satz ist eigentlich Programmmusik, die ich mit Klängen aus dem Synthesizer dieser Orgel unterstützen möchte. Es ist Nacht, die Sterne funkeln am Himmel, die Hirten, sie sind die Ersten, die im Stall den Heiland sehen. Sie spielen auf ihren Instrumenten ihm ihr Lied der Freude und Anbetung. Thank you.
Noëls sind altfranzösische Weihnachtslieder. Von einem französischen Priester erfuhr ich, dass diese Variationen früher in der ersten Weihnachtsmesse um Mitternacht gespielt wurden, während er am Altar die Messe still las. Ich stelle mir das heute so vor, dass der Organist nach der Predigt konzertante Einlagen über alle Jahre wieder oder Jingle Bells spielen würde. Die unverkennbaren Klangfarben der Zungen- und Kornettregister der Orgel geben der französischen Barockmusik ihr besonderes Flair. Thank you.
Das Lied zum Jahreswechsel im evangelischen Gesangbuch »Das alte Jahr vergangen ist« wird heute nur noch selten gesungen. Der Text geht inhaltlich nach einem kurzen Dank für das vergangene Jahr in den kritischen Ausblick und bittet um Beistand in der Not, was uns im zurückliegenden Jahr irgendwie sehr nahe kommt. Johann Sebastian Bach benutzt in der Choralbearbeitung für sein Orgelbüchlein dafür die Chromatik, die ich mit einer schweren und düsteren Registrierung unterstreiche. Die virtuose Toccata alla Rumba des zeitgenössischen Hamburger Komponisten und Organisten Andreas Wilscher ist ein musikalisches Feuerwerk. Ihr Thema gleicht einer Fanfare und die Begleitung gibt ihr den rhythmischen Drive.
Das letzte Werk dieses Konzertes entstand vor 25 Jahren. Meine Partita Variation sur un Noël verwendet wieder mal ein altfranzösisches Weihnachtslied, das wir heute von der Melodie her in vielen Gesangbüchern allerdings mit einem Passionstext unterlegt wiederfinden. Die 6 Sätze heißen Choral, Trio, Kanon, Scherzo, Fuge und Hymnus und erklingen meist in der modalen Tonsprache des beginnenden 20. Jahrhunderts, wie wir sie von Flor Peters zum Beispiel her kennen.
Ich hoffe, Ihnen hat das heutige Konzert gefallen. Auf kirchenmusik@friedenskirche.eu können Sie mir gerne schreiben. Wenn Sie möchten, dürfen Sie auch gerne eine Spende für die Aufzeichnung und Herstellung dieses Konzertvideos an die angegebene Bankverbindung tätigen. Herzlichen Dank dafür. So bleibt mir noch, Ihnen und Ihren Lieben alles Gute und Gesundheit für das neue Jahr zu wünschen. In diesem Sinne, Prost, mit lieben Grüßen, Ihr Andreas Petersen.